Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Bücherwoche und zwar der ersten Bücherwoche des Jahres. Ja, ich befinde mich ja gerade im Urlaub, werde also in der nächsten Woche über meine gelesenen Bücher im Urlaub berichten. Hier haben wir jetzt die erste Woche des Jahres, die bei uns in Bayern ja auch einen Feiertag hatte, nämlich den 6. Januar. Und da ging es schon langsam los mit Weihnachtsdeko abbauen. Ja, das ist immer sehr schade. Also es ist alles sehr dunkel, sehr ungemütlich und irgendwie möchte man sich am liebsten verkriechen und ich bin sehr froh, in dieser Woche ein wenig Urlaub zu haben. Ich habe in der Bücherwoche 3 Bücher gelesen, habe einen Disney-Film angeschaut und möchte auch was zu The Masked Dancer erzählen. Da hat jetzt ja die Staffel begonnen, die erste Staffel begonnen und da werde ich dann auf jeden Fall ein bisschen was dazu auch sagen. Ihr findet die Bücher mit den Zeitstempeln unten in der Infobox, auch den Hinweis, wann das sonstige Geplauder sozusagen beginnt. Lasst euch hier nicht vom Knispern irgendwie ablenken. Ich habe den Holzofen an. Es ist einfach sehr, sehr kalt und ich bin sehr froh über diese gemütliche Wärme. Also lasst euch da nicht stören, wenn es immer mal irgendwie knistert. Bei mir in der Infobox gibt es jetzt seit diesem Jahr auch keine Amazon-Links mehr, sondern Thalia-Links, insofern es das Buch eben auch irgendwie bei Thalia gibt. Ich habe das jetzt bei den Neuzugängen aus dem letzten Jahr so ein bisschen gemerkt. Ich habe auch immer mal Self-Publisher-Bücher, die findet man dann natürlich nur bei Amazon, aber da werde ich dann auch nur den Amazon-Link reinsetzen und nicht mehr das Partnerprogramm. Also wenn ihr euch da irgendwie jetzt bei Thalia umschauen wollt, macht das gerne über die Links. Kostet euch nicht mehr, würde mich aber sehr, sehr freuen. Und ja, wir starten chronologisch mit den Büchern der Woche. Ich habe endlich zu Veronica Ross gegriffen. Die erwählten tödliche Bestimmung ist mir irgendwie bei der Rache des Sub über den Weg gelaufen und ja, musste jetzt einfach mal dran glauben. Zusammen mit Anka habe ich Trigger von Wolf Dorn gehört. Da hat sie mich ja so ein bisschen mit angefixt, als sie erzählt hat, dass es da eine Fortsetzung geben wird, einen zweiten Band. Und das haben wir direkt genutzt, um es nochmal zu hören. Oder ich zum ersten Mal, sie hat es nochmal gehört. Und dann habe ich das neue Buch von Jay Kristoff gelesen, Lifelike 13, das Babel-Projekt, der Auftakt einer Trilogie in dieser wunderschönen Ausgabe. Ja, aber natürlich wie immer chronologisch die Bücher. Gestartet mit dem neuesten Buch von Veronica Ross, Die erwählten tödliche Bestimmung, habe ich im September 2020, glaube ich, mir zugelegt und ist mir dann im September aufgefallen, als ich jetzt meine Rache des Subbüchers so in meinem Bullet Journal übertragen habe, dachte ich, ach ja, stimmt, das wolltest du eigentlich bei Erscheinen direkt lesen und so habe ich dann da auch zugegriffen. Ich mochte ihre erste Jugend-Dystopie, Die Bestimmung, ich mochte die Trilogie sehr, sehr gerne. Ich fand Band 1 und 2 wirklich großartig. Bei Teil 3 gab es Veränderungen und auch ein Ende, das ich nicht so nachvollziehen konnte und nicht gut fand. Ich fand dann Rat der Neun, was ja eher so ein bisschen erwachsenen Science-Fiction war, wieder sehr, sehr gut. Ich mochte den Auftakt, ich fand den zweiten Teil ein bisschen schwach und auch das Ende war so okay. Doch, dachte aber trotzdem, ich möchte ihr eine Chance geben, vor allem, weil sie hier in einem Genre eben unterwegs ist, ja, das so ein bisschen in Rat der Neuen geht, sondern dass wir tatsächlich eher so einen Fantasy-Roman für Erwachsene haben. Das Buch beginnt im Grunde da, wo andere Bücher beginnen und das fand ich tatsächlich sehr spannend. Die Geschichte beginnt und erzählt uns, dass vor 10 Jahren der Dunkle durch die Erwählten besiegt wurden. Seitdem kämpfen sie mit Problemen, was so ein bisschen der Nachkriegszeit geschuldet ist, was mit ihrer Bekanntheit zu tun hat. Und im Grunde hat die eigentliche Geschichte, wie wir oft Dystopien erleben, wenn wir gegen das Böse gesiegt haben, endet die Geschichte. Also enden eben auch ganz viele Bücher. Und hier geht es eben 10 Jahre später weiter. Ist so ein bisschen, weil ich sehe, wie bei Red Rising, da geht ja dann im Grunde die nächste Trilogie auch viel später weiter. Und so ein bisschen diese Idee hat hier Veronica Ross auch. Also sie zeigt uns die Erwählten und wie es eben ist, 10 Jahre nach diesem Kriegserfolg im Grunde ja unterwegs zu sein. Die Erwählten gehen eben auch mit ihrer Berühmtheit und diesem Ende ganz unterschiedlich um. Und gerade auch, was sie sehr beschäftigt, ist, dass man eben die Leiche des Dunklen nie gefunden hat und sie rechnen so vereinzelt auch mit dem Schlimmsten. Doch man wägt sich natürlich irgendwie in Sicherheit, es passiert aber dann ein Mord, was das Weltbild so ein bisschen dieser Gruppe eben auch verändert und das erfahren wir so ein bisschen über die verschiedenen Sichtweisen der Charaktere. Zudem gibt es eben auch magische Artefakte
in einer Parallelwelt, die wir dann kennenlernen und die dann eben die Erwählten auch nutzen können, sollen, müssen. Ja, wie ihr merkt, ich bin selbst noch so ein bisschen verwirrt, was für mich auch tatsächlich so ein bisschen das Bild dieses Buches für mich selbst wiedergibt. Es ist eine sehr komplexe Geschichte, die uns Helden mal ganz anders präsentiert, was ich auch gut fand, und eben da beginnt, wo andere Geschichten auch aufhören. Es ist sehr komplex, es ist sehr viel, es sind viele Eindrücke, für mein Empfinden zu wenig Erklärungen, auch nicht im Fortlaufen der Geschichte. Es ist aber schon sehr spannend, denn man merkt recht schnell zum Beispiel, dass die Helden eben nicht nur gefeiert werden und glänzend dargestellt werden, sondern eben auch Probleme haben, sowohl mit sich selbst, miteinander, mit dem Umfeld, mit der Welt, wie sie jetzt eben ist. Und es gibt eben auch Probleme, die sich durch Krieg und Kämpfe finden. Und ja, das merkt man diesen Charakteren sehr an. Es hat dann auch was mit Drogen und Depressionen und Stimmungsschwankungen und so zu tun. Das fand ich sehr realistisch dargestellt und fand ich auch gut, dass man mal diese Seite des Krieges zeigt. Die Geschichte wird aus verschiedenen Sichten erzählt und diese haben zum Teil auch unterschiedliche Stile, was ich gut finde, was ich wirklich auch hervorheben möchte, weil mir das ja oft in Geschichten fehlt, wenn wir verschiedene Perspektiven haben. Und das hat mir wirklich gut gefallen, dass man eben je nach Charakter so ein bisschen spürte, dass sich da der Ton in der Sprache etwas verändert hat. Es ist sprachlich flüssig, es ist auch leicht und man kommt schon recht gut auch voran und gut. Ich fand es toll, dass so die erste Hälfte die Welt aufgebaut hat. Das fand ich auch spannend, weil man schon so ein bisschen auch was zur Vergangenheit erhält. Der Spannungsbogen selbst, der dann aber wirklich einem animiert, so ein bisschen dran zu bleiben, kommt aber erst tatsächlich mehr in der zweiten Hälfte. Und ich hätte mir so ein bisschen dieses Dahinarbeiten einfach schon ein bisschen viel früher gewünscht. Weil ich hatte schon Phasen in der ersten Hälfte, wo ich so ein, zwei Mal dachte, naja, also wenn jetzt nichts passiert, wo will diese Geschichte überhaupt hin? Und da aber der Stil gut war, da mir das mit den Charakteren gefallen hat, bin ich natürlich dran geblieben. Und was dann aber so ein bisschen dazu kam, war auch, dass ganz oft Dinge in einem Bericht erzählt wurden. Also es wird berichtet von aktuellen Gegebenheiten, was da stattgefunden hat, anstelle, dass wir einfach dabei gewesen wären. Und das fand ich auch etwas schade, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Zudem ein großer Kritikpunkt, den für mich tatsächlich in der letzten Zeit einige Bücher haben, vielleicht liegt es auch einfach an mir, ihr könnt mir da gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich fand, es waren zu viele Themen, die zu oberflächlich besprochen wurden. Also wir haben hier Rassismus, Depressionen, psychische Erkrankungen, wir haben auch Sexismus, was zum Teil angesprochen wird. Aber ich muss sagen, ich mag das, wenn ich Fantasy lese, nicht in dieser Fülle, nicht in diesem ständig irgendwas anderes und dann aber gleichzeitig ja auch so oberflächlich. Die Themen können dann eben nicht als einzelnes Thema hervorgearbeitet, herausgearbeitet werden, sondern werden eben sehr oberflächlich angesprochen. Und das haben diese Themen eigentlich nicht verdient, beziehungsweise sind diese Themen zu wichtig, als dass sie nur eine Randerscheinung sind. Natürlich kann man in Fantasy Sexismus finden und Rassismus und keine Frage, ne? Das ist natürlich, das gibt es überall, leider. Aber es wird immer wieder eingestreut und nimmt dann aber auch keine Tiefe an, was ich einfach sehr, sehr schade fand. Ich fand es eine gute Geschichte, die aber schon einiges an Schwächen hat, aber auch natürlich spannende Elemente hat, interessante Elemente, aber mich nicht so umhauen konnte. Vielleicht waren auch die Erwartungen, dadurch, dass es Veronica Roth ist, einfach ein bisschen höher, weil ich eben ihren Stil bei Rat der Neun und auch die Bestimmung sehr gut fand. Man erkennt sich so gefühlt hier nicht wieder, was natürlich auch an diesem Genreunterschied liegen kann, dass es nicht ein Jugendbuch ist, sondern schon eher, ja, eben für älteres Publikum, sage ich mal. Aber ja, ich weiß auch nicht. Es war okay, ich habe es auch gerne gelesen, aber so manches Ding hätte ich vielleicht gern anders gehabt oder hätte ich anders erwartet oder hätte mich gefreut, wenn es anders gewesen wäre, so müsste man es ja sagen. Aber ja, ein gutes Buch, jetzt nichts, was man absolut empfehlen kann, aber auch nichts, wo ich sagen würde, muss man nicht unbedingt, also na, ihr versteht, ja, ein gutes Buch. Jetzt kommen wir nicht nur zu einem guten Buch, sondern zu einem wirklich tollen Thriller, nämlich Trigger von Wulf Dorn.
habe ich zusammen mit der lieben Anka gehört, die mir eben erzählt hat, dass nach fast 20 Jahren jetzt ein zweiter Teil erscheinen wird und ob wir den nicht zusammen hören wollen. Zudem wird dieser Wolfdorn auch vom Autor selbst gesprochen, was ich richtig, richtig toll fand. Also da muss ich wirklich sagen, auch als Sprecher hat es Wolfdorn wirklich drauf. Es ist eine gekürzte Fassung. Ich kann hier jetzt leider nicht so richtig sagen, wie viel gekürzt wurde. Ich habe es mal so grob hochgerechnet mit anderen Thrillern von den Zeiten und der Seitenzahl. Ich würde da so auf knapp 50 Seiten kommen, aber mir hat jetzt persönlich nichts gefehlt. Aber es gibt dieses Buch nicht ungekürzt, weil es eben die Lesung auch vom Autor ist. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so die ein oder andere sagte er, meinte er, dachte er, irgendwie rausgenommen wurde. Aber das ist jetzt natürlich, dazu müsste man natürlich auch wirklich das Buch neben sich liegen haben. Wolfdorn habe ich letztes Jahr ein Buch von ihm gelesen, auch zusammen mit der lieben Anka. Ich habe noch eins von ihm hier auf dem Sub liegen. Er selbst hat, ich glaube, knapp 20 Jahre in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet, bis er sich dann dem Schreiben gewidmet hat und bringt eben diese Erfahrung mit in seine Bücher hinein. Und das finde ich schon sehr besonders, sehr interessant. Und das merkt man wirklich auch in dem, wie er schreibt. Und dieses Buch ist aus 2009 und müsste auch, soweit ich das gesehen habe, sein Debüt gewesen sein. Und umso gespannter bin ich jetzt natürlich irgendwie 13 Jahre später, was denn hier der zweite Teil dann erwarten wird. Man sollte sich den Klappentext zum zweiten Teil nicht durchlesen, wenn man den ersten jetzt nicht kennt. Ich werde ihn mir auch gar nicht durchlesen und Anka hat da in dem Neuerscheinungsvideo auch gewarnt und gesagt, man wird hier definitiv auf den ersten Teil auch ein bisschen gespoilert, wie es ja oft ist bei zweiten Teilen. Ja, wir lernen hier Ellen kennen. Sie arbeitet in einer Klinik als Psychiaterin und eines Tages nimmt sie eben einen Fall einer misshandelten Frau, einer misshandelten Patientin an. Die Frau kommt mit schweren Verletzungen und behauptet, dass der schwarze Mann hinter ihr her sei. Und ja, über Nacht verschwindet die Frau, die dann ja auch so ein bisschen für Rätsel sorgt und auch das ein oder andere Fragezeichen bei Ellen hinterlässt. Sie kann sich selbst mit ihrem Partner gerade nicht austauschen, weil dieser auf Reisen in Australien ist. Sie erreicht ihn auch nicht, aber mit einem befreundeten Kollegen unterhält sie sich über den Fall und merkt aber dann recht schnell, dass sie hier irgendwie hinter was gestoßen ist, was sie vielleicht lieber nicht im Grunde aufgemacht hat, die Büchse der Pandora, sagt man das so. Es beginnt dann eben die Suche der Patientin, die über Nacht verschwindet und dann merkt Ellen eben auch, dass sie nicht jedem trauen kann und dass gerade alles ein bisschen für sie zu viel ist, verwirrend ist und manches Geheimnis sollte man wohl auch einfach nicht lüften. Klang jetzt, glaube ich, recht unschlüssig, man kann sich nicht so viel vorstellen. Aber ich möchte natürlich bei einem Psychothriller, wo es besonders um, ja, natürlich die Überraschung geht, Überwendungen geht, die man nicht kommen sieht und so weiter, möchte ich natürlich gar nicht so viel verraten. Es ist ein spannender Psychothriller, wie ich ihn gerne lese, wie er mir unter die Haut geht, wie er für Sogwirkung sorgt und es auch wirklich toll vorgelesen ist von Wolfdorn. Das muss ich echt sagen, selten einen Autor erlebt, der seine eigene Geschichte so spannend und atmosphärisch vorliest. Das hat er wirklich richtig, richtig toll gemacht. Wolfdorn hat einen sehr speziellen Schreibstil, wie ich finde. Also man merkt ihm seine Erfahrung in dieser psychiatrischen Klinik sozusagen an. Man spürt, dass hier jemand schreibt, der Ahnung von dem hat, was er schreibt. Und man merkt auch, wie er ganz gut unterscheiden kann, was jetzt für den Leser wichtig ist, was vielleicht eine falsche Fährte ist, aber was auch einfach so ein bisschen gekürzter weg kann. Und das, finde ich, macht er wirklich toll. Wir bekommen gute Eindrücke von der Umgebung, von den Charakteren, von den Gefühlen, Emotionen, die hier sind. Das macht er richtig toll, um uns eben auch Charaktere nahe zu bringen und uns auch in eine gewisse Richtung zu lenken. Das fand ich richtig großartig gemacht. Und er hat auch einen sehr speziellen Blick auf die Welt und die Menschen. Und eben auch, wie diese reagieren, wenn sie in außergewöhnliche Situationen kommen. Das hat Wolfdorn für mich wirklich großartig gemacht. Es macht sprachlich von ihm wirklich großen Spaß. Es ist schon ein Thriller, der hochkarätiger ist, wie ich finde, eben weil er sprachlich sehr, sehr überzeugt, speziell ist, anders ist, auch wirklich so ein bisschen hochtrabender klingt, ohne irgendwie drüber zu sein, wenn ihr versteht, wie ich das meine.
Mein Problem mit Trigger war ein bisschen, dass er mir an mancher Stelle too much war. Also er hat bei mir 2-3 Mal Grenzen überschritten, wo er einfach zu lange drauf gehalten hat. Was ich ja so ein bisschen schwierig fand für mich selbst. Es gibt so Dinge, da kann ich nicht so richtig drüber. Und hier hat er tatsächlich ja so 2-3 Mal in diese Richtung gegriffen, wo ich wirklich nur die Augen zumachen wollte, was natürlich bei einem Hörbuch nicht weiterhilft. Also in einem Film hätte ich wahrscheinlich einfach so 3 Minuten so gemacht, bei einem Hörbuch war das eher schwierig. Es gab so 2-3 Szenen, die mich dann wirklich auch in den Schlaf verfolgt haben. Und da merke ich schon, dass mir das dann bei einem Thriller einfach zu viel ist. Das kann ich ihm aber gar nicht angreifen, denn es ist natürlich ein Psychothriller, der eben nicht ganz gewaltlos auskommt. Es gab auch so 2-3 Schockmomente, wo ich wirklich erschrocken bin, also wirklich so tief geatmet habe, angehatte den einen der Schockmomente auch. Und ich bin ganz froh, dass mich beim Hören keiner gesehen oder beobachtet hat. Man weiß es natürlich nicht, wer hier so einen beobachtet, aber das ist schon richtig gut gemacht. Also man fiebert bis zum Schluss mit. Ich fand auch die Auflösung richtig, richtig gut. Ich fand es wirklich gut gemacht. Man merkt dem Thriller ein bisschen an, dass er eben schon über 10 Jahre alt ist, weil man damals noch so manches gemacht hat in dem Thriller, was man sich ja so zum Handwerkszeug, sag ich mal, was man heute, denke ich, anders lösen würde. Also es gibt so ein paar Dinge, wo man heute, wenn man eben neuere Thriller liest, wo man merkt, okay, die Autoren haben verstanden, dass die Leser das, glaube ich, nicht immer so gut fanden. Und ich glaube, das würde man heute anders machen. Das möchte ich ihm aber auch gar nicht irgendwie als Kritik an dieses Buch geben, weil dieses Buch eben aus 2009 ist und hätte ich es 9 oder 10 gelesen, würde ich es gar nicht kritisieren, weil so haben damals eben viele Thriller funktioniert. Es war spannend, es war packend, es hatte Sogwirkung, es hatte einen tollen Vorleser, es hat Spaß gemacht, insofern ein Thriller Spaß machen kann. Ich fand es wirklich toll. Also es ist wirklich bis auf, dass es für mich eben an mancher Stelle zu viel draufgehalten war, was aber natürlich ein ganz persönliches Empfinden ist. Andere lachen da wahrscheinlich am Ende noch drüber, aber ich bin da vielleicht auch einfach ein bisschen speziell. Aber ich mag den Stil von Wolf Dorn wirklich sehr, sehr gerne. Ich bin froh, dass ich noch ein Buch von ihm hier habe, werde auf jeden Fall auch Trigger 2 hören, wenn es das dann als Hörbuch geben wird und bin da auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt, wie diese Thriller-Geschichte dann weitererzählt wird. Und danke natürlich Anka für die Empfehlung und auch die gemeinsame Lesezeit. Und das letzte Buch der Woche habe ich in dieser wunderschönen Bücherbüchse-Ausgabe und zwar Lifelike 13, das Babel-Projekt von Jay Christoph. Wirklich eine wunderschöne Hardcover-Ausgabe mit einer tollen Karte vorne drin. Die ist, glaube ich, grundsätzlich drin. Das Besondere an dieser Bücherbüchse-Ausgabe ist der bunte Buchschnitt. Dafür ist ja so gefühlt die Bücherbüchse auch bekannt. Und man sieht hier schon einen Teil des Auges, was man auch auf dem Cover sieht. Und man sieht, oder ich würde jetzt annehmen, dass Band 2 und 3, wenn denn dann rauskommt, eben dann das gesamte Auge ergeben wird, wie wir es auf dem Cover haben. Ja, ich habe mir das Buch geholt, weil ich einfach dachte, ja, du wirst den Auftakt dieser Reihe bestimmt feiern und es wird für dich ein Highlight, denn es steht Christoph drauf und wo Christoph draufsteht, kann auch nur eine geile Geschichte drin sein. Und so war es dann tatsächlich auch. Ich habe ja Jay Christoph kennengelernt mit Nevernight, absolut gefeiert. Ich liebe, dass die Zusammenarbeit mit Amy Kaufman bei der Aurora-Reihe, ich finde ihn toll, bei der Stormdancer-Saga und ich bin so gespannt, was wir von diesem Autor noch bekommen. Irgendwann in diesem Jahr kommt ja auch Empire of the Vampire auf Deutsch. Darauf freue ich mich auch, auf eine düstere, brutale, dunkle Vampirgeschichte, wie ich es mir hoffentlich so vorstelle. Aber jetzt sind wir erst bei Lifelike 13. Das ist eine Trilogie, die im Englischen schon 2018 erschienen ist. Teil 2 dann 19, Teil 3 dann 20. Ich konnte beim DTV-Verlag jetzt noch nicht sehen, wann der zweite Teil angekündigt ist. Ich glaube, das Buch ist ja im November, Oktober irgendwie erschienen. Ich hatte jetzt gehofft, dass man jetzt vielleicht schon irgendwie sieht, wann der zweite Teil kommt. Nachdem die Bücher ja alle schon da sind, vermute ich mal, dass wir nicht ein Jahr warten müssen. Ich konnte es aber, wie gesagt, noch nicht sehen. Und bin auch mal gespannt, ob die Bücherbüchse dann eben auch weitermachen wird. Weil, also ich finde das optisch, also ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt mit den Zahnrädern. Das sieht echt richtig, richtig toll aus. Ich weiß noch nicht, ob ich diesen Hype wirklich so mitfeiere mit diesen Buchschnitten. Da könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Hier hinten stehen ja die John Marsh Bücher und hier steht das andere von Jay Christoph aus dem
Culture, wie heißt der Verlag? Culture Verlag? Cross-Cult Verlag, entschuldigt. Und also ja, ich finde, es hat natürlich was Besonderes und man muss es dann einfach auch so ins Regal stellen. Aber ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich diesen Hype, diesen Trend irgendwie mitfeiere. Aber es ist auch eigentlich vollkommen egal. Ich quatsche hier irgendwie 5 Minuten nur über das Aussehen dieses Buches, was ich im Übrigen wirklich sehr gelungen finde. Ja, wir treffen in diesem Buch auf die 17-jährige Eve. Sie schlägt sich mit Roboterkämpfen in der Zukunft sozusagen über Wasser und ja, kann so eben auch das Geld für den Lebensunterhalt sich erspielen und auch die Medikamente für ihren Großvater besorgen, der recht schwer krank ist. Doch eines Abends verliert sie bei einem Kampf, wird geschlagen und verliert dort dann eben ihr ganzes Geld. Zusammen mit so einer kleinen Truppe aus Robotern, die ihre Freunde sind oder eben auch ihr Haustier. Wir haben hier zum Beispiel auch einen Roboter, der ein Blitzhund ist. Trifft sie, muss sie im Grunde so ein bisschen flüchten, aus verschiedensten Gründen, und trifft dann einen Lifelike-Androiden. Lifelike, wie es eben hier drin auch steht, bedeutet eben menschenähnlich. Und einen Roboter, einen Androiden, und sie trifft eben auf Ezekiel. Und zwar sind diese Androiden mittlerweile verboten, aber es gibt eben immer noch welche. Und mit ihm zusammen öffnen sich einige Geheimnisse aus der Vergangenheit, einige Fragen, die wieder aufploppen, und sie ist dann eben zusammen mit ihrer kleinen Gruppe und Ezekiel eben auf der Flucht durch verschiedenste Orte. Also wir haben wirklich einen wahnsinnig spannenden Roadtrip sozusagen in der Mitte des Buches, den ich richtig, richtig gut fand. Und manchmal wünscht man sich eben, dass Vergangenes einfach da bleibt, wo es ist, und ja, dass sich manche Türen nicht öffnen. Ja, es ist total schwierig zusammenzufassen, weil es einfach schon so viel verraten würde, was es in der Vergangenheit auf sich hat, in dem Jetzt, warum sie flüchten musste, was es mit den Androiden auf sich hat. Ich möchte gar nicht so viel verraten. Es ist eine wahnsinnig großartige, geile Jugend-Science-Fiction Thriller-Geschichte. Also es ist definitiv schon eher ein Jugendbuch, was auch daran liegt, dass wir eben eine sehr junge Protagonistin haben. Wir auch merken, dass die Science-Fiction ein bisschen leichter und zugänglicher ist, sodass es eben auch ältere Jugendliche eben lesen können. Wir haben hier Science-Fiction, wir haben Roboter, wir sind in der Zukunft, es gibt Androiden, die eben lifelike menschenähnlich aussehen, und wir haben eben in mancher Phase auch wirklich Thrill und Spannung, und das ist manchmal kaum auszuhalten, muss ich echt sagen. Jay Kristoff hat einen wahnsinnig temporeichen Stil. Das merkt man hier, auch wenn man am Anfang mitten reingeschmissen wird, gar nicht versteht, was machen wir bei diesem Roboterkampf, wer ist Eve, was hat es mit den Robotern auf sich, warum können die geschlagen werden, warum gibt es große, kleine Blitzhunde, wo kommt das alles her, mittendrin, und vieles löst sich dann eben innerhalb der Geschichte auf, und das macht Jay Kristoff einfach großartig. Er schafft eine Welt, die groß ist, die genial ist, die fulminant ist, die episch ist, die eben von der Zukunft bestimmt ist, die eben sich auch mit dieser Thematik von den Robotern beschäftigt, und das macht er einfach unglaublich gut. Es ist temporeich, es ist schnell, dennoch ist es erklärend, es ist flüssig geschrieben, er ist manchmal sehr detailverliebt, weiß aber dann doch auch immer wieder, wann er den Zoom rausziehen muss, damit es eben auch einfach für die Geschichte weiter ist. Es sind wahnsinnige Bilder, die im Kopf entstehen, er beschreibt das wirklich unfassbar gut. Zudem hat Kristoff einen sehr speziellen Humor. Und ich glaube, den mag man entweder oder man kann damit nichts anfangen. Ich mag diesen Humor. Es ist natürlich für mich immer alles ein wenig erinnernd an Nevernight, an Mia Kovere. Und man merkt schon, dass er gerade was Frauencharaktere angeht oder junge, starke Frauen, Mädchen, das macht er ja auch in der Stormdancer-Reihe, dass das schon etwas ist, was ihn beschäftigt, was ihn wirklich vorantreibt, wo er Geschichten auch erzählen möchte. Auch hier eben mit Eve, wo man eben merkt, auch mit ihr hat er etwas vor und ihr möchte er eine starke Stimme geben, und das macht er wirklich perfekt. Also ich bin immer wieder begeistert, wie er junge Frauen, junge Mädchen im Grunde schafft, oder alte Mädchen, wie sagt man das am besten, und wirklich ihnen Stärke gibt, eine Stimme gibt und auch wirklich sie trifft. Also ich finde das wirklich richtig, richtig toll. Wir haben hier die Thematik Roboter,
menschenähnliche Roboter, KIs, die eben auch bis zu einem gewissen Grad selbstständig sind. Und da stellen sich natürlich die Fragen, die sich ja viele Autoren in Bezug auf Roboter und künstliche Intelligenz schon gestellt haben. Was macht uns eigentlich menschlich? Wann ist der Unterschied Roboter-Mensch überhaupt noch vorhanden? Wie sehr grenzt man Roboter vom Menschsein überhaupt ab? Wo fängt dann tatsächlich Roboterrassismus irgendwie an und hört aber gleichzeitig auch der Schutz des Menschlichen, der Menschheit irgendwo auf? Darf ein Roboter einen Mensch lieben und umgekehrt? Wie ist das bei Robotern untereinander? Darf der Mensch überhaupt auch Gott spielen und Roboter erschaffen? Also Fragen über Fragen, die er hier wirklich sehr eindringlich stellt, die er in den Raum stellt, wo er manchmal durchaus auch die Charaktere so ein bisschen schon anfangen lässt, Fragen, auch Antworten auf diese Fragen zu finden. Und das macht er einfach großartig. Das macht er mit einer Leichtigkeit, mit einer... Ich werfe euch mal so einen Gedanken hin und denkt drüber nach und ich fand das großartig. Mir hat das super gut gefallen. Jetzt bin ich jemand, der schon gern Science Fiction liest, der auch schon das ein oder andere bezüglich KI und Roboter gelesen hat und die Frage sich natürlich immer wieder stellt, wann ist eigentlich ein Roboter nicht mehr Roboter, sondern wann hat er Gefühle? Und die Frage stellt sich hier eben zum Beispiel auch bei den Beschützern von Eve, die mit ihr umher sind. Machen sie das aus freien Stücken, weil sie so programmiert sind? Wann greift das eine über das andere? Wirklich richtig, richtig toll gemacht. Wir haben hier auch einen veränderten Blickwinkel. In der Regel begleiten wir Eve, aber es gibt eben auch immer Situationen, wo wir mal noch einen anderen Blickwinkel bekommen, wo wir eben auch so ein bisschen ein allumfassendes Bild bekommen. Was ich eben immer sehr spannend finde, wenn ich dann doch nochmal was anderes sehe, als was nur dem Charakter zugetragen wird. Beziehungsweise hätte ich es eben blöder gefunden, wenn der eine zu unserer Eve hinläuft, ihr was erzählt und so sind wir eben da eigentlich dabei. Und das finde ich eben viel besser. Das ist was ich ja beim ersten Buch gesagt habe. Es wurde uns mehr berichtet, mehr erzählt. Und Jay Kristoff zeigt eben, man kann eben uns auch einfach gleich mitnehmen, indem man so einen kurzen Sprung in eine andere Perspektive macht. Und das fand ich richtig, richtig toll. Die Welt ist toll erschaffen. Es ist komplex, aber auch einfach nicht zu schwer zu verstehen. Und ich finde so toll, auch mit so einer Roboter-Rebellion und auch diese Endzeitstimmung, die so herrscht. Ich fand das großartig, ich fand das perfekt. Es ist ein wahnsinnig toller Auftakt einer Trilogie, die schon mit einem... Also mit einem sehr merkwürdigen Ende endet. Zum einen ist sie nämlich irgendwie schon abgeschlossen. Zum anderen gibt es aber auch einen ganz gemeinen Cliffhanger. Und das gleichzeitig. Und man fragt sich irgendwie so, wo will der Autor mit uns hin? Also wirklich ein Hammer, ein Highlight. Das dritte Buch des Jahres und direkt so ein wahnsinnig geiles Buch. Und ich bin einfach so gespannt, was von Kristoff noch kommt. Und freue mich jetzt auf, wenn es mit Stormdancer weitergeht, was wir dann in der nächsten Woche anfangen werden zu lesen. Und bin da schon total gespannt und freue mich dann auch auf den zweiten Teil von Aurora. Ich freue mich auf Empire of the Vampire. Ich hoffe, dass es dazu dieses Jahr auch noch einen zweiten Band gibt, um mal sehen, was da sonst noch kommt. Großes, großes Bücherkino. So macht mir ja Jugendbuch, Science Fiction, Dystopie, Endzeit wirklich großen, großen Spaß. Und ja, das waren sie jetzt, die Bücher der Woche. Doch ganz schön was Spannendes und Gutes mit dabei. Es gibt nicht sehr viel zu meckern und ich glaube, das ist ein ganz guter Auftakt für das neue Jahr. Auf Disney Plus habe ich mir dann Baymax angeschaut. Ich hatte den schon länger auf der Watchliste. Ich wusste auch gar nicht so genau, von wann der irgendwie ist. Und ich habe mit der lieben Becky am 20. einen Hangout geplant. Da wird es nur um Disney gehen. Also wir haben uns eine Liste mit allen Disney-Meisterwerken rausgesucht und werden da so ein bisschen durch die Jahrzehnte gehen und auch ein bisschen über Veränderungen sprechen, unsere liebsten Filme und so weiter und Filme, die wir vielleicht auch nicht so mögen. Und da könnt ihr gerne am Donnerstag mit dabei sein, ab ca. 19.30 Uhr. Sind wir da auf meinem Kanal unterwegs. Auf Disney Plus habe ich Baymax geschaut. Ich muss sagen, ich fand es richtig, richtig toll. Mir hat dieser Film super viel Spaß gemacht. Zum einen wird Baymax von Bastian Pastewka gesprochen. Und Baymax ist im Grunde ein Roboter,
der so ein bisschen aussieht wie ein Michelin-Männchen, der dich im Grunde durchscannen kann, der erkennen kann, wo deine Verletzung ist, deine Krankheit, ist das dein Puls hoch, ist der Herzschlag nicht stimmt und so weiter. Und der dich dann eben auch gleich unterstützt. Es gibt eine ganz tolle Szene, da ist unser Protagonist so ein bisschen unterkühlt und dann wärmt sich Baymax auf und das ist so großartig. Da dachte ich, ja, so jemand möchte ich auch, der hier einfach sitzt auf der Couch und an dem man sich dann so ranlehnt und dann kommt von innen so die Heizung. Also ich hätte gerne einen wärmenden Baymax. Ich fand das richtig, richtig toll. Einer der Charaktere wird sogar gesprochen von Andreas Burani. Das wusste ich überhaupt nicht. Ich habe so zwei, dreimal gedacht, Mensch, diese Stimme, die kommt dir bekannt vor, den kennst du. Und ich muss da natürlich auch nachschauen, sonst kann ich nachts nicht schlafen. Und da habe ich tatsächlich gedacht, oh cool, Andreas Burani hat hier jemanden gesprochen. Wir sind in einer Mischung aus Tokio und San Francisco, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und wir sind auch schon ein bisschen in der Zukunft. Und wir haben hier eben einen relativ jungen, ich glaube 12, 13-jährigen Protagonisten, der ja im Grunde auch mit so Roboter kämpfen, das hat sich irgendwie gedoppelt in dieser Woche, im Grunde unterwegs ist, bis sein großer Bruder sagt, so Bruder, jetzt ist Schluss mit dieser Spielerei, deine Intelligenz, deine tolle kreative Idee, die müssen wir anders verwenden. Dann gibt es eben einen Wettbewerb und da wird jetzt er teilnehmen, um dann eben auch an diese Schule zu kommen, an der sein großer Bruder ist. Und da passiert aber dann auch ein Unfall und dann ergibt sich so eine kleine Truppe, die so ein bisschen auf Superhelden gemacht wird und es war super unterhaltsam. Also es ist schon, fand ich, wirklich sehr kindgerecht, jugendgerecht. Ich mochte so diese Zeichnungen, ich mochte diesen asiatischen Hauch. Gleichzeitig eben diese große Metropole, diese Mischung aus Tokio und San Francisco. Ich fand dahinter die Motivationen der Charaktere toll gemacht. Ich mochte diesen Trupp aus 4, 5 Jugendlichen, die dann eben irgendwie zu Superhelden werden. Mir hat das großen Spaß gemacht. Ich fand das richtig toll gemacht, hat mich gut unterhalten, hat mir sehr gut gefallen und ja, ich glaube, da werden wir auf jeden Fall auch in unserem Hangout ein bisschen drüber sprechen. Und dann ja, würde ich gern auch noch über The Masked Dancer sprechen. Wenn ihr schon länger auf meinem Kanal unterwegs seid, wisst ihr, dass ich ein großer Fan von The Masked Singer bin, dass ich da live mit dabei bin, abstimme, mitrate, in meinem Bullet Journal auch Platz habe für Notizen. Ich einfach Fan bin und das wirklich großartig finde, wenn wir hier, egal welche Art Promi haben, ob Sportler, Moderator, Sänger, Schauspieler, was auch immer, die sich unter dieser Maske dann eben trauen, einen Song zu performen, eine Show abliefern. Es sind wahnsinnig geile Kostüme. Und ich war schon ein bisschen überrascht, nachdem ja die letzte Staffel auch irgendwie erst im November, Anfang Dezember vorbei war, dass ein The Masked Dancer angekündigt war. Und ich war sehr skeptisch und dachte mir schon, wie will man denn eigentlich jemanden nur anhand seines Tanzes erkennen? Also ist das ja schon über die Stimme schwierig genug. Wenn ich jetzt nichts höre, nichts von dem Charakter, von dem Menschen darunter sehe, sondern er nur tanzt. Also wird schwierig. Und am Donnerstag selbst, als die Sendung jetzt gelaufen ist, die erste Folge, habe ich es nicht live geguckt. Wir haben es uns auf der Festplatte aufgenommen und haben es uns dann am Wochenende angeschaut. Und ich muss sagen, so nach zwei Performancen dachte ich, was ist das eigentlich für ein Blödsinn, den du hier guckst. Also zum einen werden die Stimmen verfälscht, das heißt, man kann nicht mal irgendwie was an einer echten Stimme erkennen. Die Kostüme sind toll, keine Frage, die Kostüme finde ich Hammer. Ich mag auch einfach, wie diese Show so gemacht ist, wie sie daherkommt. Ich fand die Jury ganz okay mit Alexander Klaas und Steven Gätjen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was die beiden jetzt besonders hervortut, um Tanz zu beurteilen. Ich meine, bei Alexander Klaas kann man sagen, okay, er hat zumindest auch mal Musical getanzt, er hat Let's Dance getanzt und gewonnen. Ja, aber Steven Gätjen und Tanz, habe ich irgendwas verpasst? Gastjurorin war sozusagen Ruth Moschner, die man ja bei The Masked Singer eigentlich immer in der festen Jury hat. Und ja, ich muss sagen, ich frage mich so, wie soll man hier überhaupt etwas erraten? Also man sieht an der Figur nichts, weil natürlich die Maske nicht nur den Kopf bedeckt, sondern auch den Körper. Das heißt, egal ob dünn, dick, klein, groß, das ist schwer zu erkennen. Natürlich anhand des Tanzes, an der Bewegung, aber wenn mir jemand erklärt, wie man Tango tanzt, dann sieht doch jeder Tango-Tänzer gleich aus. Also ob ich da drunter stecke oder Claudia Schiffer, das ist doch total schwierig. Also ich habe da zwei Auftritte mir angeschaut. Ich fand, wie gesagt, die Show an und für sich auch gut, aber an mir geht total vorbei, wie ich da was raten, beurteilen soll. Also
Ja, dementsprechend haben wir dann einfach irgendwann abgeschalten und gesagt, das ist halt einfach nichts. Und ich weiß nicht, warum man das jetzt so ausquetscht, dieses Thema mit den Maskierungen. Ich meine, ich fand das damals auf RTL schon nur bedingt gut, wo man sich so Star-Kostüme übergestülpt hat und dann einen auf Adele und Elton John gemacht hat. Das finde ich halt auch mal ein bisschen schwierig. Da finde ich das mit diesen kreativen Masken wirklich um Längen besser. Aber tanzen, was kommt als nächstes? Der maskierte Schläfer oder erkenne jemanden anhand seiner Füße? Also ich kann mir nicht helfen. Also leider nicht so. Ja, wobei es ist eigentlich genauso, wie ich mir vorgestellt habe, aber mit keiner Antwort, wie ich irgendwas erraten soll. Und das nimmt dann eben auch mir persönlich so ein bisschen den Spaß an der Sendung. Aber ja, es ist, wie es ist. Ja, leider, aber ich freue mich da dann einfach auf die nächste Staffel The Masked Singer. Und ja, fände es natürlich immer noch toll, wenn ich da mitsingen dürfte. Aber gut. Ja, das wird wohl nichts in diesem Leben. Aber ja, man kann ja auch... Kann ja auch nicht alles haben, ne? Ja, aber sonst können wir jetzt diese Woche, glaube ich, abschließen. Buchtechnisch auf jeden Fall sehr gut ins neue Jahr gestartet, auch mit einem tollen Disney-Film. Über The Masked Dancer müssen wir jetzt gar nicht mehr weiter sprechen, aber mich würde natürlich eure Meinung auch sehr in den Kommentaren interessieren. Ja, ich habe nichts weiter auf dem Notizzettel stehen. Über den Hangout habe ich schon kurz gesprochen. Am Donnerstag geht's los, 19:30 seid mit dabei, wenn ihr Lust auf Disney habt. Und ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.